Ein herzliches Willkommen zur nächsten Aufnahme von Antimus spielt Albion. Wir sind gerade dabei. Wir sind gerade dabei, ein bisschen hier zu leveln. Wir haben den letzten Run gerade durch. Ich muss jetzt selbst gerade noch gucken, wo wir sind. Wir haben noch Trainingspunkte, wir haben noch Gold. Sieht so aus, als wenn wir gerade zum Trainer wollten. Kann das sein? Oder waren wir an der Position? Ich will in dieses Fenster. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall noch. Ich glaube, wir hatten gerade mehr oder minder verkauft, ne? Ja. Dann würde ich sagen, der Trainer hat gerade dicht gemacht, das ist ja schon neu, also schlafen wir halt eine Runde. Was ist das hier? Wir sind, die Lichtskarte. Da nehmen wir den Kompass noch nicht. Den Kompass noch nicht. Der wäre natürlich sehr hilfreich. Wir kennen, welche Richtung wir gerade laufen. Ich muss mir das noch ein bisschen stellen. Das ist wieder diese Ungewohnheit, dass man Pfeiltasten steuert. Das Spiel ist halt aus der Zeit vor WASD. So, und dann habe ich mal euch noch ein Stückchen näher rangerutscht. So, da die Tastatur jetzt eben links von mir steht und nicht mehr vor mir. Und dort schließen wir eben auf, dass wir einmal schlafen gehen können. So, rasten. Bis zum Morgengrauen, genau. So. Und dann machen wir die Tür wieder auf. Und gehen. Gucken wir nochmal eben, wann der Trainer aufmacht. Das ist jetzt eine ganze Weile her, seit ich das jetzt gespielt habe. Von daher, aber das steht hier 8. bis 19. Die wir da gerade eben aufgemacht. Sehr schön. So, wollen wir erstmal hier Tom ein wenig Nahkampf beibringen. Ja, Tom und ich Nahkampf. So, das ist nicht viel. Das sind nur 3 Punkte, die er hier auch hatte. So, und dann eben schnell mal einen Schluck trinken. Wenn ihr was zu trinken habt, dann nehmt am besten jetzt einen Schluck. Wenn nicht, würde ich euch empfehlen, holt euch schnell was. So. Und dann machen wir weiter mit Rainer. Den trainieren wir jetzt erstmal im Fernkampf. Und das sind 4 Punkte. Ich glaube, damit haben wir unser Geld ausgegeben. Nee. Das heißt, seine Trainingspunkte waren einfach nicht verbraucht. Dann trainieren wir mit Dria nochmal den Nahkampf. Und mit Sira nochmal den Fernkampf. Okay, das ist natürlich böse. Ich hätte nach den Trainingspunkten gucken sollen. Wir sind hier. Sira hat 10 Trainingspunkte und die wird. Momentan ist sie eher eine Kämpferin. Ja, stimmt, Fernkampf hat sie eher mit Magie. Dann trainiere ich sie lieber im Nahkampf, dass sie für den Ernstfall nachkämpfen kann. Ja, hier wäre die richtige Person. So. Abgesehen davon ist das Nahkampftraining günstiger. Das heißt, wir kriegen auch mehr Punkte jetzt für das Geld, was wir haben. So. Und damit können wir wieder Drill den Vortritt lassen. Als Iskai sieht der ein bisschen besser, das wissen wir schon. Und dann geht's schon zur nächsten Runde Grinding. Also man sieht.
Entschuldigung, mal sehen, was wir jetzt finden werden. So, wie ihr gemerkt habt, bin ich mal eine andere Route gelaufen, weil auf der Standardroute nur ein einziger Kondir war. Das war mir ein bisschen wenig. Auf der anderen Route haben wir jetzt einiges mehr erlebt. Wir haben 2 Level-Ups bekommen. Wir sind immer noch unterwegs und ich raste jetzt tatsächlich unterwegs. Und dann machen wir uns mal weiter und schauen, was uns noch so erwartet. Und wieder 2 Level-Ups, diesmal Rainer und Sira. Und wir haben 3 Vanyak-Kugeln. Und man sieht, Vanyaks sind nicht leicht zu besiegen. Wir könnten gerade wieder rasten und sind eben erst losgelaufen. Naja. Übrigens, da oben, wo ich entlang gelaufen und wieder zurückgelaufen bin, das war, weil ich einfach wissen wollte, wo das hingeht. Und das ist einfach, wenn man über die Brücke geht, über die man gehen muss, wenn man zu dem alten Formergebäude möchte und dann eben nach unten anstatt nach oben geht. So, jetzt kann ich gehen. Man sieht, die jetzt ist Tom auch noch Stufe 12. Die Krondirs sind tatsächlich sehr einfach mittlerweile, zumindest wenn sie alleine sind. Ich glaube, diese Pflanze hier wächst in der Nähe von der Stadt, wenn ich mich nicht irre. Kann natürlich auch sein, dass es mehrere davon gibt. Ich höre einen Vanyak. Egal. Ist tatsächlich auch ein kleiner Angriff. Was ich machen werde, ist, da ständig immer einer auf dieser Seite extra ist, werde ich Sira und Rainer tauschen, sodass jetzt Sira diesen extra hier angreifen kann, weil Rainer ist, gut, ich könnte ihm jetzt auch Nahkampfwaffe geben. So, wir haben ihn ja schließlich eigentlich auch für Nahkampf ein bisschen trainiert, aber er scheint doch schwächer zu sein wie Sira. Der ist halt Wissenschaftler. So. Rainer ist in Panik, das ist aber jetzt egal, weil wir haben den Kampf geschafft. So. Und ich möchte natürlich immer noch den Kompass haben. Und ich höre noch einen Vanyak. So. Vanyak und Kondir, naja, gut. Wieder ein kleiner Angriff, sehr schön angreifen. So, und ich habe vergessen, die Leute umzustellen. Das geht so schnell, weil einfach dann der Kampf rum ist und dann vergisst man, dass man das machen will. So. Aber es funktioniert auch so, also es geht eigentlich nur darum, dass dann der Kleine... Kann ich? Jawohl, ich habe Zeit. So, einmal tauschen. Schön. Und jetzt, man hört auch noch einen weiteren Krondir. So. Genau, er ist im Nacken. Das ist nicht schön. So. Und
hier nehmen wir einfach die, quasi die Ausdauer von uns, die höher ist als die von den Kondiers. So. Sehr schön. Es müssten aber, wenn ich jetzt zurücklaufe, müssten noch Warnjaks kommen. Ich habe gerade tatsächlich. Ja, wie geht's weiter? Ich war unten am Weiterlaufen eigentlich. Aber es geht hier tatsächlich nach oben. Und jetzt müssten wir eigentlich, wenn ich mich nicht irre, an der Brücke der Stadt ankommen. Die, wo ich am Anfang runtergegangen bin, in Erwartung gegen die Skrees. Oder so heißt sie, zu kämpfen. Ach, wie süß, ein einzelner Kondier. So. Also es gibt zwei Runden, die wir laufen können, eine große und eine kleine Runde. Die große Runde ist quasi, wenn wir nach unten aus der Stadt gehen und immer hier an der Wand entlang gehen. Und die kleine ist, wenn wir nach oben gehen und außenrum zum Formergebäude. Wir können die beiden natürlich auch einfach kombinieren und genau das werde ich in der nächsten Iteration einfach machen. Aber erstmal gehen wir her. Und wie immer, wir dürfen ja ein bisschen Geld durch den Rahmen. Das heißt, wir heilen uns erstmal. Und dann verkaufen wir bei. Jetzt habe ich wieder vergessen, wie sie hieß. Ich habe jetzt zu viel das schwarze Auge im Kopf. Nicht Rondra. Aber bei der Händlerin, die hat einen Freund, der für sie Sachen einkaufen soll. Oder hat einen Freund, einen Bediensteten, der Sachen einkaufen soll. Und der gibt die besten Preise. Von daher erst einmal heilen. Und zwar, wie wäre es mit jedem? So. Muss ich hier halt immer durch das Menü klicken. Das ist ein wenig nervig. Aber geht auch schon. So. Und eventuell kriegen wir hier auch wieder einen Zaubertrank. Ja, wo? Nein, haben wir nicht gekriegt. Das ist zufällig entschieden, ob wir den kriegen oder nicht. Immer eins zu weit. Bis hier zwischen den beiden Gebäuden durch. Ja. Egal. Jetzt bin ich hier irgendwo an einem Stein fest oder so. So. Und da ist er. Das müsste er sein. Genau, da ist er. Rabier. Wie viel gibst du uns? Ah, ja, das war genau. Das war. Nein. Ich bin links und rechts geht da. Jawohl, verkaufen und zwar alle. Und da sieht man, 44 Gold verdient, nur allein mit dem einen Trip. 127 für die Kondiers und 21 für die Warnjaks. Und da sehen wir, jetzt können wir uns locker den. Danke für das Gespräch. Jetzt können wir uns locker. Nachdem wir trainiert haben, sollten wir uns immer noch locker den Dings leisten können. Der hat auch 3 Trainingspunkte. So. Also ich gehe jetzt noch, trainiere jetzt noch einmal durch. So. Im besten Fall führt das sowieso dazu, dass wir mit voll austrainierten Charakteren hier rausgehen. Weil, wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir eine Möglichkeit kriegen zu trainieren im späteren Bereich. Ich glaube, das immer nur hier ist. Das war falsch. Ich muss erst Rainer auswählen. Der hat auch 2 Trainingspunkte. Möglich nicht viele. Das war falsch. Ich will ihm den. Das ist, er wird dann immer sauer und schmeißt uns raus. Das ist ein bisschen doof, aber da. Der einzige Nachteil, der am Ende steht, ist, wenn man so spät ist, dass er eigentlich schon zu hat, weil ich kann hier stehen bleiben, während er schließt, da wird man nicht rausgeschmissen, dann kann ich halt nicht wieder rein, dann muss ich warten. Ansonsten ist es ein nices Flavoring, dass er halt sauer wird und einen rausschmeißt.
Aber ich finde, das sollte er eher machen, wenn man kein Geld hat. Weil dann kann man eh niemanden mehr trainieren. Ansonsten sollte er hier genauso wie bei der Heilerin eigentlich ausgewählt werden, wie er trainiert werden soll. Ich habe jetzt zum Beispiel nicht gecheckt, er hat Trainingspunkte, ob er Trainingspunkte hat, weil dann werden wir auch wieder rausgeschmissen. Das ist also ein bisschen, ja, man hätte es besser machen können, aber ehrlich gesagt, es geht. Ich meine, ne, das Training, das sind jetzt Kleckerbeträge hier, im Vergleich zu den 200 Gold, die wir jetzt haben. Das war falsch. Ich muss wieder das ist immer das, was ich vergesse, die Person zu wechseln. Und sie trainiert. Tatsächlich gebe ich ihr Nahkampftraining. Und den Fernkampf soll sie mit Magie machen. Und dann müssen wir halt einen Haufen magische Tränke mitnehmen. So. Oder eben leveln, weil der Frostsplitter, den sie noch leveln muss. So, jetzt erstmal den Kompass. Der Frostsplitter, den sie noch leveln muss. Der hat einiges an. Hallo, das war Vanya, war es genau. So, da ist der Kompass. 68 Gold. Kaufen. Wohl. Und dann aktiviere ich. Nein, ich will nicht verkaufen. Ich aktiviere ihn einfach. Meine Maus ist etwas flott. Der Kompass ist sehr aktiv. Das bedeutet, der wird uns jetzt hier angezeigt an der Seite. So. Nee, ich gehe jetzt nicht hier an. Kauf das. Ich kaufe das hier. Die kaufe ich auf. Dietriche, damit wir Schlösser knacken können. So. Und die. Tatsächlich könnten wir die teuren Sachen noch kaufen. Also hier zum Beispiel den hier. Also, ja, jetzt haben wir das Geld nicht klar. Und dann an Rabier verkaufen. Weil, es ist ja immer so und so viel Prozent, was wir Gewinn machen. Aber ansonsten, finde ich, lohnt sich das nicht. Herzugehen und also ich finde den Dolch könnten wir noch machen, wenn wir den den Kristalldolch beziehungsweise der müsste sogar eine Magie haben, außer wir haben den verkauft, weil die Magie leer war. Kann mich schon nicht mehr genau dran erinnern. So, dann gucken wir mal hier in die Kiste rein, die bei mir immer voll war. Da ist eine Axt und ein Schwert drin. Ja, die nehme ich mal mit. Über dann auf die andere Insel. Ja, das ist okay. Das ist so alles okay. Und jetzt sieht man hier den Kompass. Wir sehen immer, in welche Richtung wir gucken. Und auf der Übersichtskarte sehen wir auch einen Pfeil. Der zeigt, in welche Richtung wir gucken. Das hilft teilweise ungemein. So, dann würde ich sagen, kaufen wir jetzt noch Tränke. Am besten magische für Sira. Momentan haben wir keine Probleme mit Heilung. Vielleicht noch einen Antidot, ein bisschen Gegengift. Und dann machen wir uns auf in die nächste Runde. Hoffen, dass wieder Gegner gespawnt sind. So, Medizin. Und dann gehe ich tatsächlich mal her und kaufe das wieder ab. Wenn schon, weil es diese ganzen Sachen, die wir hier verkauft haben, wahrscheinlich um mal Geld zu kriegen, können wir natürlich jetzt bei Rabier verkaufen dann. Und sie hat den Platz. So, gleichzeitig verursacht auch den Platz bei Rabier, muss man auch bedenken. Deswegen ein Antidot-Gift. Nein, da war meine Maus wieder zu schnell. Und dann nehmen wir mal zwei Stück. So. Und dann nehmen wir hier den, ja, von dem blauen könnten wir, glaube ich, drei sogar nehmen. Jawohl. Das sind die Physira, genau. So, jetzt sind wir goldlos, aber das ist nicht schlimm. Zum einen gehe ich eben schnell nochmal zu Rabier, um ihm die Sachen zu verkaufen. Stimmt, eigentlich hätte ich da den Platz nicht machen müssen, nicht erstellen müssen. Weil hier würde ich tendenziell gar nichts groß verkaufen. Also wir gehen hier und nach diesem Gebäude direkt nach links. Genau, so, sehr schön, ich habe es mir gemerkt. Und jetzt noch uns unseren Freund Rabier, der hier da ist. Hier.
schön ansprechen. Und jetzt kriegt er, siehst du, das stackt. Dann die stacken bei ihm auch. Das heißt, das sind auf jeden Fall Slots, die wir freigeräumt haben. Wo wir irgendeinem Händler was verkaufen können. Und zwei Stich. Soweit ich weiß, verbrauchen sich die Seile nicht. Eben, wir haben eins, das ist gut. Das gab es damals noch nicht. So. Früchte können wir mittlerweile... Ah, der Gegenstand ist wertlos. Die Früchte können wir mittlerweile wegwerfen. Das Rätsel dafür haben wir gemacht. Und dann haben wir das hier. So. Dann würde ich sagen, die 3 kriegt Sira. Und dann kriegt Rainer die Heiltränke. Das habe ich immer so gemacht. Der ist quasi aus meiner Sicht der Arzt. Auch wenn er sehr wenig nur tragen kann und eigentlich Wissenschaftler ist und nicht Arzt. Aber ich habe da als Kind habe ich immer irgendwie gedacht, ja, der ist ja Doktor. Wahrscheinlich wird irgendwo gesagt, dass er einen Doktortitel hat oder sowas. Und ich habe das halt als Kind nicht verstanden. Weil Doktor ist halt Doktor, ne? Für ein Kind. So. Das ist natürlich jetzt nicht sonderlich klug, ins Haus der Waffen zu gehen, aber ich guck mal, ob ich für Rainer ein bisschen Munition kaufen kann. Aber erstmal was trinken. Und schnell auch das Glas wieder nachfüllen. So. Ja, es gibt also auf jeden Fall nur eine Sorte von Munition. Das ist, da war ich mir unsicher. Eben. Hat Rainer schon den besseren Bogen? Ja. Gut, dann würde ich sagen, sie braucht das hier. Diese Munition ist begrenzt, zumindest hier. Das ist ja eine Menschenwaffe, die kriegen wir wahrscheinlich auch erst bei den Menschen. Aber die hat halt 10 Schaden, ne? Und Rainer hat 8 Schaden. Das heißt, eigentlich ist die Bolzenschleuder besser. So, und dann gucken wir mal. Jetzt wollen wir als nächstes, wollen wir natürlich hier unsere Leute voll ausrüsten. Das heißt, Drir soll diesen Helm kriegen. Für 450 Gold. Wow, da brauchen wir eine ganze Weile. Den kann sie auch mal kriegen. Also sind wir bei 900 Gold. Und Schild. Also 900 Gold, den hat sie schon. Die beste Rüstung. Auf jeden Fall für ihn. Das sind nochmal, ja, knapp 1500 Gold. Sie hat die niedrigste, das höchste, was sie haben kann. Also 1500 Gold allein für Rüstung für unsere beiden Iskai. Und was die Waffen angeht, das Schwert hat einen Schaden von 8. Das Langschwert 13. 18, die Lanze. 13, ich glaube, dann ist die Lanze am besten nochmal 57, 1500, 2200. Ha, sagen wir mal, wenn wir noch ein bisschen drauf überschlagen, sagen wir mal so 2500 brauchen wir noch, um alles hier kaufen zu können. Tatsächlich habe ich mir damals den Schmerz angetan und wirklich das alles erfahren. Das knacken wir nicht. Da haben wir den Schlüssel für. So. Habe ich mir alles erfarmt, ja. Das hat gedauert. Aber dann hat man natürlich auch schon ein gutes Level, ne? Dann jetzt habe ich... Ach, ich bin nicht spät genug gewesen. Warte mal, es ist 2 Uhr. 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Munition in Anführungsstrichen hat sie noch. Das ist 97, das ist gut. Ihr habt gesehen, wir haben nur noch mal ein paar von den Büschen gefunden. Die tragen auch nach einer Zeit immer mal wieder. Das heißt, da lohnt es sich auch immer mal wieder hinzugehen und zu gucken.
So, dann wenn wir jetzt also Folgendes machen, wir machen jetzt die Runde, die wir eben gelaufen sind, rückwärts. Und hängen dann die kleine Runde dran, gehen dann von oben wieder in die Stadt zurück. Also, ich sehe euch dann, wenn etwas Besonderes passiert, oder nach der Timelapse. Und da sind wir auch wieder zurück von dieser Runde. Und wie man auch sehen konnte, sind hier weniger Angriffe gewesen. Das heißt, wenn wir eine Runde wieder machen, dann sind nicht so viele Gegner respawned wie vorher. Entweder ist das, ich nehme tatsächlich an, dass das so ein bisschen so eine Karte hat, ein Zufall. Aber je häufiger man rausgeht, halt umso niedriger sind dann die Spoils. Ach, ich finde es immer wieder, dass ich hier eigentlich auf Verkaufen drücken muss. So. Schwert. Ach, das war magisch, das hat einen Spruch. Ist auch dann wertlos. Ist wahrscheinlich sogar verflucht. Nicht. Licht kann sie schon und muss sie auch noch üben. Denn dieser Balken sagt ja, wie gut sie das kann. Wie man sieht, ich habe jetzt die ganze Zeit immer versucht, ein bisschen zu üben. Lebenssicht ist schon hier. Ich weiß tatsächlich nicht, wie sich Lebenssicht verbessert durch die Übung. Es gibt kein neues Level. Das sind Sprüche, die höheren Sprüche muss man lernen. Also gerade für so Sprossfrostsprinter gibt es mehrere Stufen. Auch die Heilung. Aber bei der Heilung ist es so, dass es mehr Lebenspunkte zurückgibt. Bei Licht stelle ich mir vor, dass es heller wird. Bei Lebenssicht weiß ich es nicht. Vielleicht, dass es mehr Gegner beeinflusst. Und bei Frostsplitter ist es eben dann auch der Schaden und so, der stärker wird. Das heißt, Licht sollte ich auf jeden Fall nochmal lernen. Kann ich aber recht einfach, wenn ich irgendwo bin, das Dunkel ist, einfach mal machen. So, dann haben wir jetzt also verkauft. Und dann gehen wir jetzt nochmal zum Trainer. Und ihn erstmal wieder orientieren. Das war hier. Und zwar, wenn ich mich nicht irre, kann jeder einmal zum Trainer, oder? Nein, auch nicht. Auch nicht. Okay, nur Dre und Sira können trainieren. Okay. So, einmal den Nahkampf. Jetzt werde ich tatsächlich auch das Geld aufheben, weil ich auf die Rüstung spare. Klicken, um sie zum Chef zu machen, ansprechen. Das ist auch Nahkampf.
So, dann schauen wir uns doch mal die Stats an. Nahkampf bei Sira ist höher als möglich. Das liegt wahrscheinlich an der Waffe. Ja, genau. Sira hat fast alle Punkte. Ihr findet noch einen Punkt im Nahkampf. Das ist doch schon mal schön. Danach werde ich sie einfach im Fernkampf trainieren. Drea kann noch ein bisschen. Hier haben wir tatsächlich Rainer im Fernkampf voll trainiert. Das heißt, wir können ihn sowieso einfach im Nahkampf trainieren. Und Tom kann auch noch ein bisschen Nahkampf. Sehr schön. So, ich weiß nicht, ob und wo man die anderen beiden Sachen, kritische Treffer und Schlösserknacken, lernen kann. Das Spiel hintet ja schon darauf, dass man das könnte. Aber wie gesagt, ich weiß nicht wo. Und wie gesagt, das Geld will ich jetzt möglichst eigentlich... Nein, eigentlich wollte ich das hier machen. Das Geld will ich jetzt möglichst behalten, weil ich ja auf die Rüstung spare. So, was ich aber jetzt eben mal mache, ist, ich gehe ins Hauptmenü und speichere einmal. Nehmen wir gerne einfach mal den hier. So. Und probiere einfach mal aus, was passiert, wenn ich diesen Ring anlege. Und der weiße Ring ist verflucht und macht einen schwächer. Den können wir jetzt auch nicht mehr ausziehen, aber wir können den Spielstand laden und wissen, wir können den Ring einmal wegschmeißen. Jetzt probieren wir das gleich mit dem Schwert. Und da passiert das Gleiche. Das heißt, Schwert wie Ring sind verflucht. Deswegen heißt es auch, der Gegenstand ist wertlos. Und deswegen heißt es auch, ich kann den Spruch nicht aktivieren. Das heißt, ich kann tatsächlich die Sachen wegwerfen, weil das ist unnötiges Gewicht. So, wieder falscher Spruchbereich und im Kampf erscheint auch das magische Gegenstand nicht. So, jetzt haben wir nämlich wieder etwas mehr Gewicht frei. So. Schade, dass ich die verfluchten Gegenstände nicht verkaufen kann, solange ich nicht weiß, dass sie verflucht sind. Aber gut. So, Medizin brauche ich gerade keine. Das heißt, auf zur nächsten Runde. Hier haben wir wieder ein paar Skrins. Das heißt, dieser Gegner hier in diesem Slot sozusagen ist respawned. Aber ich werde jetzt erstmal den Kampf starten und die Runde wieder mit Timelapse versehen. Und eine weitere Runde ist zu Ende. Wir haben eben gerastet. Das heißt, wir haben uns anteilen. Nachgriff vom Rasten ist übrigens, wir brauchen Rationen. Das muss man natürlich immer bedenken. Und auf dem Weg ist uns Dreas Schwert kaputt gegangen. Das heißt, da gucken wir jetzt mal. Wir müssen ihm eine neue Waffe besorgen. So, erstmal gucken wir alles verkauft, was wir haben. Und da haben wir fast 300 Gold. Und jetzt ist die Frage,
Den lassen wir hier rein. Nein, der ist noch nicht offen. 10. Stunde. Dann würde ich sagen, warten wir erst nochmal. Bis wir so weit sind. So. Und zwar würde ich jetzt nochmal speichern und will jetzt ausprobieren. Zum einen. Da können wir doch diesen Spielstand nehmen. Ich möchte ausprobieren, wenn wir das Schwert reparieren, wie viel kriegen wir dafür? Das lohnt sich das? Also wir reparieren das für 16 Gold. Und verkaufen würden wir es für... Ja, auf jeden Fall. Also reparieren eines Gegenstands lohnt sich auf jeden Fall, auch wenn man es verkaufen will. Sehr schön, weil der Verkaufswert immer höher ist als der Reparaturpreis. Zumindest beim Waffenhändler. So, jetzt kriegt Sira ihren Spradis-Stilett zurück. Die kann noch etwas Nahkampf lernen. So. Und das machen wir jetzt auch. Das Lernen von Sachen. Gehen wir mit Rainer, der Fernkampf schon voll ausgeskillt hat. Gehen wir mal zu ihm und fragen, mit ihm den Fernkampf zu lernen. Ich glaube, das habe ich noch nicht gemacht. Und deswegen sehen wir sollten wir eine andere Meldung sehen. Im Moment kann ich euch nicht mehr beibringen. Und dann schmeißt er uns wieder raus. So, kann ich aber einmal rückwärts laufen, um wieder reinzugehen. So, den Nahkampf. Im Endeffekt kann ich mit allen den Nahkampf trainieren. So, gut, bis auf Sira trainiere ich jetzt einmal Nahkampf und ab da dann Fernkampf. So, Tom müsste auch Level-Ups gekriegt haben. Der hat auch wieder 3 Trainingspunkte. Und das erhöht, wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass man den Gegner trifft. Genau, Sira müsste jetzt einmal einen Punkt Nahkampf trainieren können und danach nur Fernkampf. Genau, einen Punkt. Dann ist sie voll austrainiert und ab da trainiert sie halt einfach den Fernkampf mit den restlichen Punkten. Und jetzt würde ich sagen, anstatt das Gold aufzuwerten, wobei ich könnte es jetzt ganz grob vervierfachen, das waren also 60 Gold und wir sind etwa 240, ein bisschen mehr als 240, was wir jetzt noch haben. Und ich würde sagen, tatsächlich ende ich damit die Aufnahme für heute. Ich merke nämlich, wie ich ziemlich müde werde. Ich lege mich jetzt nochmal hin, vielleicht nehme ich danach nochmal weiter auf. Schließlich geht es einfach in die nächste Runde. Das Grinding. Also dann, bis dann. Ciao.